Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Weiter geht's, erstmal Soundtrack. Weiter geht es. Das war gar ein komischer Sound. Der Sound war auf einmal plötzlich weg. So. Hier sich erstmal durchschießen. Das war zu früh. Definitiv zu früh. So, das wäre geschafft. Hier ist auch ein Geocache. Ja. Ach, da oben! Jetzt habe ich endlich meine Geocache gefunden. Nein! Da solltest du nicht ranspringen. Der hier ist relativ modern, wahrscheinlich 18. Jahrhundert. Die goldene Karpfengravur sollte einen Kontrast zu der schwarzen Lackierung bilden. Blutflecken. Jemand hat dieses Messer vor kurzem benutzt. So. Jetzt weiter auf Pilzsuche. Wie viele Pilze habe ich denn hier gefunden eigentlich? Moment mal, da ist doch was. Das sind Pilze! Also fehlen mir nur noch drei. Ich gucke hier nochmal zurück, um zu gucken, ob ich nichts vergessen habe. Denn das kann ja leicht passieren. Ja, genau. Da haben sich ja welche so Pilze versteckt. Die hätte ich ja glatt übersehen. Hallo, Kaninchen. Geh mal kurz hier rum. Mir fehlen jetzt nur noch zwei. Frage ist, wo sind die? Ich gucke jetzt mal hier, ob hier welche noch sind. Das kann ja sein. Ist nicht gut. Dann ist es, sind die entweder auf weiter Weg oder in bei dem Grab. Was übrigens auch auf dem Geocache gilt, der mir noch fehlt. Ich weiß, dass mir noch einer fehlt.
Warum gibt es eigentlich kein Sprinten? Genau, Wölfe. Komm, ist mal ein bisschen weggegangen. Sind die Wölfe wieder da, oder was? So, dann kümmere ich mich mal um das Grab. Schnell durch. Und weiter hierüber. Ich habe, glaube ich, nicht so gelöst, wie es gedacht war, aber egal. Hätte man bedenken müssen. Dass man sie einfach per Pfeile aufschießt. Au! Karte. Also da ist der Geocache. Gut. Wie ich es gedacht habe. Was aber nicht anzeigt, wo die ganzen, wo die letzten beiden Pilze sind. Das zeigt es mir natürlich nicht an. Aber bevor ich weitergehe, mache ich noch was anderes. Meine kleine Schnellreise. Denn da fehlt mir eine Schatzkarte. Ein Geocache. Und die Sache mit der Geisterjägerin. Heißt, ich muss dann noch 8 Sachen abschießen. Und die muss ich erstmal finden. Leichter gesagt als getan. Denn ich muss mal erstmal sehen. Ich weiß genau, was ich abschießen muss. Aber die Sachen erstmal finden ist die... Naja. So schwer auch wieder nicht, denn... Wozu hat man denn Überlebensinstinkte?
Wozu hat man das denn, ne? Nicht, dass hier einer hängt. Ich wusste es doch. Hängt hier einer? Nö. Na, und ich hab mich an der Nase. Ich hab nur jetzt Niesreiz. Nö. Ich möchte hier jetzt nicht niesen. Was zur Hölle? Kabel, du bist mal wieder im Weg. Szene Nummer 2. Ist die Tür eigentlich offen? Ja, ist sie. Ich guck immer auf die Bäume. Es muss ja irgendwo runterhängen. Das heißt, es kann nicht auf dem Boden sein. Was? So. Ah! Da ist ja der Geocache, den ich noch suche. Irgendwo hier? Ach, da unten. Ja, da sieht man ihn ja auch kaum. Die Hälfte habe ich schon mal. So. Hängt hier noch was? Ja, hier hängt doch was. Aber treffen tue ich nicht. Von hier aus zumindest nicht. Von hier aus schon besser. Da ist ja noch einer. Ich glaube, das waren hier alle. Dann müsste ich an einer anderen Stelle übersehen haben. Allerdings dieses Bärungsgut, da hole ich mir. Moment mal, wo war das nochmal gewesen? Wie kommt man da nochmal rauf? Ach, hier rüber. So, Bär ist gut geholt. Da ich jetzt nur noch drei finden muss, denke ich, dass sie da drüben sind. Nee.
Ich würde sagen, ich gehe da lieber andersrum. Besser gesagt, ich schnell reise dahin. Ich reise schnell dahin. Denn das dauert etwas. Das in der regulären Reise zu machen. So, hierhin reisen. Jetzt muss ich mich wahrscheinlich wieder mit Wölfen umschlagen, aber egal. Das ist wirklich egal. Wo ist nochmal die Karte? Da. Und wo genau jetzt? Über mir. Ah, da oben. Wie komme ich da ran? Wow. So war es jetzt nicht geplant. So geht's doch besser. Also hier habe ich alles. Die Frage ist jetzt, wo sind die letzten wie viele Teile? 3. Das war jetzt nicht geplant. Die sollte jetzt noch nicht runterfallen. Das ist doch bärungsgut. Habe ich das übersehen gehabt? Wo jetzt? Wo hängen sie? Einen gefunden. Einen von 3. Jetzt fehlt nur noch einer. Hallo, drittes Teil, wo bist du? Du musst doch ja irgendwo sein. Hier nicht. Ich glaube, ich hätte noch nicht da hinten in die Richtung geguckt. Ein
und zwar in die Richtung. Was zur Hölle? Wo ist das denn? Wo ist dieses letzte Stück? Ah, Sucherei. Wo zur Hölle könnte das denn sein? Ich habe schon so ziemlich alles abgesucht. Da ist er. Au. Das kann er noch nicht derart verstecken. Ah, da ist es. Gefunden. Hui. Moment mal, liegt hier noch Bergungsgut? Hier liegt hier überall noch Bergungsgut. Also mit Wölfen musst du mich jetzt gar nicht abgeben. Okay, ist mir auch recht. Oh! Da unten sehe ich schon zwei. Wo die letzten beiden Gräber sind. Ich glaube zumindest, dass es die letzten sind. Hier ist aber keiner mehr aufgetaucht, ne? Nö, ist es nicht gut? Da kann ich mich ja nächsten. Kann ich ja im nächsten Part ja weitermachen. Alle hinter mir liegenden Gegenden sind vollständig abgegrast. Vollständig. Was ziemlich gut ist. Da muss ich nicht mehr zurückreisen. Und dann jetzt, ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part.